Vor dem Kampf stimmten die Westgoten in wilden Gesängen das Lob der Vorfahren an. Aus dem Hinterhalt Reiterattacken zu führen, das machte ihre Erfolge aus. Am 18. November 401 fiel Alarich in Italien ein. Die damalige Hauptstadt Mailand wurde belagert. Daraufhin verlegte der Kaiser die Kapitale in das besser geschützte Ravenna, wo er sich verschanzte. Auf ihrer langen Wanderung vom Schwarzen Meer hatten die Westgoten Griechenland bis zum Peloponnes durchquert. Piräus wurde eingenommen, Athen blieb verschont. Pallas Athene und Achill sollen auf den Mauern erschienen sein. Die Goten marschierten weiter nach Rom. Die ewige Stadt war dem Untergang geweiht. Alarich forderte einen neuen Vertrag als Verbündeter Roms, jährliche Getreidelieferungen und Frieden. Als Siedlungsland beanspruchte er Donauprovinzen. Gewährt wurden ihm schließlich im Jahre 408 5.000 Pfund Gold, 30.000 Pfund Silber, 4.000 seidene Gewänder, 3.000 purpurgefärbte Felle und ebenso viel Pfund Pfeffer. Doch Alarich ließ nicht locker. Er belagerte Rom aufs Neue. Am 24. August 410 kam die Wende. Hunger und Seuchen legten die von den Goten umzingelte Stadt lahm. Was seit dem Gallier-Einfall 800 Jahre lang keinem Feind gelungen war, das vollbrachte Alarich. Er setzte seinen Fuß in die ewige Stadt. Die Tore Roms wurden, so heißt es, von einer Dame der Gesellschaft heimlich geöffnet. Rom ist eingenommen. Diese Horrormeldung versetzte die Menschen in Panik. Waren es die heidnischen Götter, die sich für den Abfall von der alten Religion rächten? Wozu sind die Gräber der Apostel gut, fragten sich die Christen. Augustinus versuchte in seinem Werk vom Gottesstaat den Gläubigen Trost zu spenden. 3 Tage und 3 Nächte plünderten die Westgoten. Dass sie dabei christliche Kirchen verschonten, hielten ihnen die Zeitgenossen zugute. Was ihnen in die Hände fiel, war der Tempelschatz aus Jerusalem. Titus hatte ihn im jüdischen Krieg erbeutet. Jahrhunderte später gehörte er noch zum Kronschatz des Westgotenkönigs. Alarich war auf dem Höhepunkt seiner Macht. Nordafrika, die Kornkammer des Imperiums, war jetzt sein Ziel. In Süditalien wollte er übersetzen. Doch heftige Unwetter vereitelten dieses Unternehmen. Auf dem Rückweg nach Norden ereilte Alarich der Tod. Im trockengelegten Flussbett des Busento bei Cosenza soll der gotische Held bestattet worden sein. Aus Furcht vor Grabräubern brachte man die Totengräber um. Legenden ranken sich um diesen Ort. Sein Schwager, Ataulf, führte nun die Westgoten nach Gallien. Ein Zeitgenosse begrüßte ihre Ansiedlung, da sie nun ihre Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet hätten. Ein anderer würdigte ihre Sittenstrenge, die im Gegensatz zur Verderbtheit der Römer stand. Auf Befehl der Reichsregierung sollten sie gegen innere Feinde vorgehen. Getreidelieferungen und Jahresgelder garantierten nun ein sicheres Auskommen. Und König Ataulf vermählte sich mit Galla Placidia, der Kaiserschwester. Als Hochzeitsgeschenk erhielt sie 50 Jünglinge in seidenen Gewändern. Ataulf trug die Uniform eines hochrangigen römischen Offiziers. Auch die Zeremonie war römisch geprägt. Am Ende allerdings stimmte die Runde gotische Lieder an. Galla Placidia era hermana del emperador. Galla Placidia war die Schwester des römischen Kaisers. Sie wurde als Geisel genommen und in Forlì fand die erste Hochzeit zwischen Ataulf und Galla Placidia statt. Dann gingen sie nach Narbonne, wo eine zweite Hochzeit in einem römischen Haus mit allem römischen Pomp gefeiert wurde. Y después se trasladan a Narbona, donde se celebra un segundo matrimonio. Danach begaben sich Galla Placidia und Ataulf nach Barcelona, mit der Absicht, ein neues Reich zu gründen, mit dem Namen Gotia. Eigentlich ein Traum von Ataulf. Eine Art Kopie des römischen Reiches im westlichen Mittelmeer. Llamado Gothia, que es un sueño que tiene Ataulfo, a imitación de lo que es el Imperio Romano, pero establecido en la región más occidental del Mediterráneo.
Gala Placidia parece que tenía un cierto acuerdo. Gala Placidia hatte offenbar mit Atta Ulf ein Abkommen geschlossen, um dieses neue Reich zu gründen. Aber unter der Oberhoheit der römischen Macht. Dieser Traum erfüllte sich nicht. Gala Placidia kehrte nach Italien zurück. Atta Ulf wurde durch die eigenen Truppen in Barcelona ermordet und Theodosius, der gemeinsame Sohn von beiden, starb in Barcelona. Damit scheiterte auch das Anliegen Atta Ulfs, mit seinem Nachfolger an das antike Erbe anzuknüpfen. Die Residenz von Atta Ulf lag wohl innerhalb der spätantiken Stadtmauern von Barcelona. Sie umschlossen ein nur kleines Areal von 12 Hektar. Neben Toulouse, der Hauptstadt des gallischen Westgotenreiches, gab es in Arles eine weitere Residenz. Sie ist im Dunkel der Geschichte versunken. Wie an anderen Königshöfen der Zeit entstanden Hofämter, so das Amt des Mundschenks. Dieser Begriff stammt von einem gotischen Wort ab. Nicht umsonst kursierte damals das geflügelte Wort, sie saufen wie die Goten. König Theoderich II. Studierte beim späteren König Avitus Vergil und römisches Recht. Sein Aussehen und der Tagesablauf sind überliefert. Das Haar fiel ihm über die Ohren hinab, wie es bei den Westgoten üblich war. Die Haut des Königs war weiß wie Milch. Er errötete leicht, doch nicht aus Zorn, sondern aus Schüchternheit. Theoderich II. Hatte einen kräftigen Körperbau. Theoderich empfing Gesandte. Dabei hörte er aufmerksam zu, sprach aber selbst wenig. In der zweiten Stunde nach Sonnenaufgang erhob sich der König. Er besichtigte den Marstall und den Schatz. Nach Abschluss der Staatsgeschäfte begab sich Theoderich II. Häufig auf die Jagd. Nach der Rückkehr fand das Mittagessen statt. Die Speisen waren delikat zubereitet. Das silberne Tafelgeschirr war nicht besonders kostbar. Danach hielt der König nicht, wie es schon damals in Südgallien üblich war, Mittagsruhe, sondern er ließ sich Würfel bringen. Auch beim Spiel liebte er es nicht, von seiner Umgebung gefürchtet zu werden. Das Würfeln versetzte ihn in so gute Laune, dass man ihm mit Aussicht auf Gewährung Bitten vortragen konnte. Im Auftrag Roms sollten die Westgoten auch Spanien von inneren und äußeren Feinden befreien. Das brachte eine Ausdehnung ihres Herrschaftsbereiches auch jenseits der Pyrenäen. Später drängten die Franken die Westgoten in Gallien weiter zurück. Bei Poitiers kam es 507 zur Schlacht. Die Westgoten wurden besiegt. Das bedeutete das Ende des Reiches von Toulouse. Die Franken eroberten das Land bis zu den Pyrenäen. Ein Teil des westgotischen Kronschatzes wurde dabei erbeutet. Vom Atlantik bis zur Rhone und zur Provence hatte sich schließlich das Reich von Toulouse erstreckt. Ein Küstenstreifen am Mittelmeer verblieb den Westgoten. Nun eroberten sie sich endgültig südlich der Pyrenäen einen neuen Herrschaftsbereich. Am Ende gehörte ganz Spanien zum Reich von Toledo, das die neue Hauptstadt wurde. Nur die Basken leisteten weiter Widerstand. Wer sich noch nicht aufgemacht hatte nach Spanien, der brach nach der Niederlage gegen die Franken auf. Nicht nur Westgoten strömten in einem endlosen Treck südwärts. Schon früh hatten sich ihnen Reiternomaden vom Schwarzen Meer, später Ostgoten und andere Germanen, aber auch Romanen und Sklaven angeschlossen. Es waren bunt zusammengewürfelte Scharen. Etwa 100.000 dürften es gewesen sein. Verglichen mit den ungefähr 9 Millionen Romanen eine verschwindend geringe Minderheit. Was konnten sie ausrichten gegen diese Überzahl? Was sie in der neuen Heimat vorfanden, waren ruhmreiche Städte wie Mérida, die größte auf der iberischen Halbinsel. Die geschichtsträchtigen Städten hatten zwar schon bessere Tage gesehen, doch sie spiegelten immer noch den einstigen Glanz des römischen Weltreiches.
Auch Westgoten richteten sich in Mérida ein. Ein Westgotenkönig setzte sich hier ein Denkmal. Nachdem er die Stadt durch mächtige Mauern erneuert hatte, ließ er nicht ab, dies noch beträchtlichere Wunderwerk zu vollbringen. Er errichtete Bögen, verankerte sie tief unten in den Fluten. Und so übertraf er als Nachahmer das Werk des ursprünglichen Erbauers, das schon bewunderungswürdig war. Es gab mehrere Versuche in Mérida, den Sitz des königlichen Hofes zu etablieren. Um die Romanen für sich einzunehmen, ließ der Westgotenkönig Alarich II. Spiele veranstalten, die sich an der antiken Freizeitkultur orientierten. In der Nähe von Mérida kamen Zeugnisse ans Tageslicht, die Einblicke gewähren in diese Art der Unterhaltung. Mitten auf fruchtbarem Boden eine Landkirche, Casa Herrera. Hier versammelten sich die einheimischen romanischen Gutsbesitzer zur Taufe, zur Sonntagsmesse und zu Beerdigungen und praktizierten ihren katholischen Glauben. Die Kirche ist relativ gut datierbar. Wir haben in den Gräbern Inschriften gefunden und wir datieren sie heute so um 500. Die erste datierbare Inschrift ist aus dem Jahr 528 gewesen. Die Inschriften sind insofern interessant, weil sie auch ein bisschen eine Vorstellung von der Umgebung geben. Es hat hier zum Beispiel wurde der letzte authentisch nachweisbare Zirkusrennfahrer, ein Sabinianus, wurde hier im 6. Jahrhundert bestattet. Danach hörte auch die Sitte des Zirkusrennfahrens in dieser Gegend überhaupt auf. Als Grabbeigaben erhielten die Romanen Getränke in Tonkrügen und Öllämpchen im Glauben an ein Weiterleben im Jenseits. Solche Apsiden im Osten und im Westen des Gotteshauses finden sich auch in Nordafrika. Deshalb ist anzunehmen, dass mit dem eigenwilligen Grundriss auch liturgische Besonderheiten über die Enge von Gibraltar gelangten. Eine spätantike Festung, Bernados bei Segovia. Schon früh suchten hier Westgoten Schutz. Sie kontrollierten von oben eine römische Straße. Die Stadtmauer mit ihren Türmen war verputzt. Und einst war sie 9 Meter hoch. Por el momento, en los últimos años de campaña, hemos trabajado solo en la muralla. Wir haben vor allem an der Mauer gearbeitet. Sie weist eine Bauweise auf, wie sie von Städten bisher nicht bekannt war. Wir haben auch einige Wohnhäuser im Inneren freigelegt. Wir sind dabei auf 2 westgotische Tafeln gestoßen, die möglicherweise für die Zählung von Vieh Verwendung fanden. Von Bernados aus besaßen die Bewohner eine weite Fernsicht in das gesamte Umland. Eine ideal gelegene Burg, 7 Hektar groß, zu der auch eine Kirche gehörte. Sin embargo, los visigodos eran plenamente conscientes de que llegaban a unos territorios ya organizados por un imperio romano. Die Goten waren sich bewusst, dass sie in eine Gegend kamen, die total von der örtlichen Aristokratie organisiert war. Das Verbleiben der Westgoten in Spanien war abhängig von Abkommen, die sie mit der Provinzaristokratie schlossen. Das hatte große Konsequenzen für die Organisation der eigenen westgotischen Monarchie, denn es bedeutete viele grundsätzliche Dinge. Den Erhalt der sozioökonomischen Strukturen, die schon im Römischen Reich existierten, im Besonderen das Abhängigkeitssystem, das letztlich die Grundlage war für das Feudalsystem,
Außerdem war auch das Überleben einer lokalen und Provinzverwaltung mit eingeschlossen, die in die Strukturen der westgotischen Monarchie eingegliedert wurden. Gleichzeitig bedeutete es, die lokalen Armeen und die der Provinzen in das gotische Heer einzubeziehen. Darüber hinaus musste ein Weg gefunden werden, alle Bevölkerungsgruppen, die Ureinwohner, die Romanen und die Goten zu integrieren. Nach dem Tode Alarichs II. Übernahm schließlich der Ostgote Theoderich der Große die Vormundschaft für seinen Enkel Amalarich. Vermutlich ein Vorwand, denn nach gotischem Recht konnte ein König schon mit 15 Jahren herrschen. Als Symbol der Königsmacht ließ Theoderich der Große den Kronschatz nach Ravenna überführen. Träumte also Theoderich von einem gotischen Großreich, von einer Wiedervereinigung beider Stammesgruppen? Immerhin kam es zu einer Annäherung. Nach dem Tode des Ostgotenkönigs erhielten die Westgoten ihren Kronschatz wieder zurück. Amalarich floh vor den Franken nach Barcelona, wo er ein gewaltsames Ende fand. Der Mittelmeerhafen von Barcelona war damals von strategischer Bedeutung. Dort hinterließ der König viele kostbare Steine in seinem Schatz. Barcelona spielte nicht nur als Residenz, sondern vor allem als Finanzplatz eine wichtige Rolle. Das kirchliche Zentrum wurde ausgebaut. Ein Baptisterium und ein Bischofspalast kamen hinzu. Östlich davon war Mitte des 5. Jahrhunderts in Terrassa ein zweiter Bischofssitz gegründet worden, Egara. Archäologen kommen seiner Geschichte allmählich auf den Grund. Nach den Grabungsergebnissen gab es bis Anfang des 6. Jahrhunderts nur eine Kirche. Dann kamen ein Mausoleum und ein Gotteshaus für die Gemeinde hinzu. Solche Ensembles von drei Kirchen waren in Valencia und jenseits der Pyrenäen am Sitz eines Oberhirten üblich. Die Idee für den Zentralbau übernahmen die bischöflichen Bauherren vielleicht aus dem oberitalienischen Raum. Wie in anderen Gebäuden aus dieser Zeit, so fügte man Säulen aus römischen Ruinen in das Mausoleum ein. Es war eine würdige letzte Ruhestätte für die Bischöfe. In einer Krypta zogen Pilgerprozessionen an den Reliquien des auf der iberischen Halbinsel verehrten Märtyrers Celedonius von Calahorra vorbei. Der imposanteste Sakralbau von Terrassa war die Bischofskirche mit einem Baptisterium. Ihre Ausmaße übertrafen die des heutigen Gotteshauses. Die Fundamente haben die Jahrhunderte überdauert. Ebenso wie der einstige Mosaikboden. La iglesia de Santa María sin duda es la más importante de las tres. Santa Maria ist die bedeutendste der drei Kirchen, denn bei ihr beginnt der christliche Kult. In dem Moment, als hier ein Bischofssitz entsteht und drei Kirchen gebaut werden, wird über der Basilika Santa Maria die Kathedrale neu erbaut. Die Wichtigkeit und Komplexität der Kirche liegt darin, dass sie in der Apsis von Wandmalereien dekoriert ist, die erstrangig sind. Ohne Zweifel sind sie von großem Interesse, denn sie stammen aus der vorromanischen Zeit Spaniens. Der Bilderzyklus ist in Ockertönen gehalten. Figuren mit knielangen Gewändern gehören wohl zu einem neutestamentarischen Thema.
Toledo erkor man 571 endgültig zur neuen Hauptstadt. Sie war ideal gelegen. Fast 150 Jahre sollte sie Zentrum der Monarchie und der Kirche bleiben. Hier in Toledo wurden die Könige gekrönt und vom Erzbischof gesalbt. Die Westgoten setzten juristische Meilensteine. Sowohl römische Gesetze als auch germanisches Gewohnheitsrecht fanden in ihrer Gesetzessammlung Eingang. Wichtige Regelungen wie Testament und verzinsliches Darlehen wurden immer wieder aktualisiert. Mit der Aufhebung des Verbotes von Mischehen ebnete König Leovigild den Weg für ein Zusammenwachsen der Bevölkerungsgruppen. Leovigild verlieh dem Königtum neuen Glanz. Außenpolitisch erfolgreich wies er auch den Adel in seine Schranken. Wie der Kaiser in Byzanz kleidete er sich in einen prachtvollen Mantel. Und auf Feldzügen ließ er einen tragbaren Thron mitführen. Nordöstlich von Toledo, hoch über dem Flüsschen Tajo, thront bei Zorita de los Canes eine 33 Hektar große Akropolis. Wie geschaffen für eine mächtige, außergewöhnliche Siedlung. Kein geringerer als König Leovigild ließ hier Mauern mit vorspringenden Türmen und eine Stadt errichten. Aus dem Nichts ließ er einzelne Viertel hochziehen und er verlieh der Neugründung den griechischen Namen Rekopolis, nach seinem Sohn Rekaret. Es war die Hauptstadt einer Region oder Provinz mit wohl zwei Kirchen. Eintauchen in das Alltagsleben der Westgoten, das ist das Ziel der Ausgräber. Noch sind die Einblicke in dieses Wohngebiet eher dürftig. Ohne Wasser gab es kein Überleben hier. Man sammelte es in Zisternen oder leitete es in Bleirohren über ein Aquädukt heran. Wie auf dem Reißbrett entwarfen Stadtplaner das wirtschaftliche Herz von Rekopolis. Hier pulsierte das Geschäftsleben. Kaufleute feilschten um den besten Preis, Getreide lagerte man in Vorratsgebäuden, Tiere hielt man in Innenhöfen. Auch Amphoren mit Wein oder Öl aus Nordafrika wurden importiert. Mit einem Tor war das herrschaftliche Areal abgeriegelt. Handwerker produzierten Keramik, aber auch Erlesenes und boten ihre Ware in Läden feil. Silber- und Goldschmiede fertigten hier wohl nicht nur Prestigeobjekte für die königliche Schatzkammer. Sie kreierten auch Schmuck für vornehme Westgotinnen. Tiere mit magischer Ausstrahlung. Schon früh waren sie bei Goten sehr beliebt. Die Künstler ließen sich schon am Schwarzen Meer von hellenistisch-römischen Goldschmieden inspirieren. Besonders begehrt waren solche Preziosen mit Granaten. Damit sie das Licht intensiver reflektierten, waren sie mit Goldfolie unterlegt. Funkelnde, geheimnisvolle Kunstwerke. Für die Bewohner der Stadt schuf König Leovigild Sonderrechte, das berichtet ein Chronist. Zum Handwerkerviertel gehörten viele Werkstätten, in denen mit Feuer hantiert wurde. In den Öfen wurde aus den Ingredienzien Quarzsand, Soda und Pottasche Glas geschmolzen. Glasbläser fertigten daraus Parfümflaschen, Gefäße für Salben und Trinkgläser, Tassen und Teller für den täglichen Gebrauch.
Und sicherlich wurden auch gefragte Glassteine gefertigt, die auf Schmuckstücken Akzente setzten. So ließen Künstler ihrer Fantasie freien Lauf und schufen typisch westgotische Statussymbole, wie diese Gürtelschnalle, die sozusagen im Trend der Zeit lag. An der Hangkante stand ein einzigartiges Bauwerk von gewaltigen Dimensionen. 140 Meter weit dehnte sich der Palastbezirk aus. Auf marmornen Basen erhoben sich Säulen, die ein zweites Stockwerk trugen. Eine Halle für Empfänge und festliche Ereignisse? Waltete hier der Mundschenk seines Amtes und kredenzte köstlichen Rebensaft? Hütete hier der Verwalter der Schatzkammer die Preziosen des Königs? Oder saßen hier auch Steuereintreiber, die über den Finanzhaushalt der Provinz zu wachen hatten? La tradición constructiva que tenemos en Recópolis nos remite al mundo bajo imperial, al mundo. Die Tradition der Bauweisen führt uns zurück in die Spätantike, in die römische Welt. Das Konzept, eine Stadt zu gründen, das den Triumph des Staates widerspiegelt, entsprach einer byzantinischen Vorstellung und andererseits dem Versuch des Königs Leovigild, sich an das byzantinische Reich anzupassen. In der Zeit der Gründung von Recópolis stand das westgotische Reich von Toledo im Mittelmeerraum in seiner Blüte, hinter der Supermacht der damaligen Zeit, Byzanz. Münzen mit dem eigenen Abbild zu prägen, das galt bislang als Privileg des Kaisers in Byzanz. König Leovigild folgte auch darin seinem großen Vorbild im Osten. Die Münzmeister in Recópolis ließ er sein Porträt und seinen Namen in Gold verewigen, zum Ruhme des Westgotenreiches. Münzen, aber auch Goldbarren wurden sicherlich im Tresor gehortet, als Rücklagen für die Staatskasse in schlechten Zeiten. Recópolis war eine Idylle auf dem Lande. Auf den Tisch kam, was die Bauern der Umgebung mit künstlicher Bewässerung auf ihren Feldern ernteten. Aquädukte und wohl noch römische Stauseen lieferten das kostbare Nass. Dass es mehr als begehrt war, dokumentiert ein Gesetz von König Reckes Wind gegen Wasserdiebstahl. Unter König Leovigild war Toledo im Jahre 580 Schauplatz eines bedeutenden Konzils. Die Westgoten waren wie die Ostgoten immer noch Arianer. Sie glaubten, dass Christus nur wesensähnlich mit Gott, nicht wesensgleich sei. Die Spaltung der Gesellschaft in Katholiken und Arianer ging sogar mitten durch die Königsfamilie. Um den Übertritt zum Glauben der Westgoten zu erleichtern, verzichtete man auf die Wiedertaufe. In Religionsgesprächen wollte man die Katholiken bekehren. Der Erzbischof von Mérida, Paulo, ein Arzt, heilte einen reichen Grundbesitzer. Aus Dank dafür vermachte dieser seinen Besitz der Kirche in Mérida. So wurde sie zur reichsten ganz Spaniens. Im Laufe des 6. Jahrhunderts, also mitten in westgotischer Zeit, lebten hier drei Bischöfe, Paulo, Fidel und Massona. Paulo und Fidel waren Griechen und Massona Germane. Er war Erzbischof Ende des 6. Jahrhunderts. Die Wichtigkeit der Kirche begründet auch die Wichtigkeit der Stadt im 5. und 6. Jahrhundert. Bei der Kirche der heiligen Eulalia gründete der Erzbischof Massona eine Kreditbank, die er mit dem Grundkapital von 2000 Solidi ausstattete. Der Klerus machte also auch Geldleihgeschäfte.
Für Pilger besaß Mérida eine starke Anziehung, denn Eulalia fand hier als Märtyrerin den Tod. Unter dem Gotteshaus St. Eulalia, der Patronin von Mérida, sind die Mauerreste der Märtyrerbasilika erhalten. Daneben bestand jeweils ein Kloster für Männer und Frauen. Ganz in der Nähe ließ Bischof Massone ein Hospital errichten. Um einen Innenhof gruppierten sich abgeteilte Räume, in denen Kranke, Arme und Pilger versorgt wurden. Auch eine Schule gab es hier. Dem Sohn von Leovigild, Ricaret, gelang schließlich die Einheit des Reiches. Auf dem Konzil von Toledo ließ er 589 den Konfessionswechsel proklamieren. Unter der Leitung des Königs unterzeichneten gotische Adlige und arianische Bischöfe das katholische Glaubensbekenntnis. Künftig gab es keine konfessionellen Schranken mehr. Die Bischöfe stellten sich nun in den Dienst des Königs. Er galt als Repräsentant Christi, als König von Gottes Gnaden. Bei Burgos, entlegen in den Bergen, stehen die Relikte eines Kleinods westgotischer Baukunst. Quintanilla de las Viñas. Die Künstler schöpften aus dem großen Schatz spätantiker, frühchristlicher Motive. Beliebt waren wilde und fantastische Tiere. Ähnliche Muster zierten auch Seidenstoffe. Vielleicht war Quintanilla de las Viñas einst eine Klosterkirche. Eine Frau hatte die Kirche gestiftet. Die demütige Flamola bietet dieses demütige Geschenk Gott als Gelübde. Bereits 552 hatte der oströmische Kaiser Justinian bei Cartagena die byzantinische Provinz Spanien gegründet. Damit versuchte er, das römische Reich im Westen wiederzuerrichten. Die Westgoten bekämpften die Byzantiner. 625 waren diese besiegt und verließen Spanien für immer. Der Westgotenkönig Swintila konnte sich nun rühmen, als erster über ganz Spanien zu herrschen. Bei Toledo in Guarazar hob man einen unermesslichen Schatz. Es waren vor allem Kronen, die Könige den Kirchen stifteten. Eine Sitte, die aus dem Ostreich übernommen wurde? Dort vermachte Kaiser Justinian Weihekronen der Hagia Sophia. Der Fundort selber bietet heute wenig Spektakuläres. Es ist Ackerland, wo Olivenbäume stehen. Man weiß relativ wenig über den Fundort selbst. Es hat 1859 eine kurze Nachgrabung seitens der Real Academia de la Historia gegeben. Man hat dort aber nur noch wenige Reste eines Gräberfeldes und eines kleinen Sakralbaus entdeckt, sodass bis heute unklar ist, ob es sich um eine königliche Domäne mit Kirche oder um ein, was wahrscheinlicher ist, um ein Kloster handelt. Königsschätze waren weniger Sinnbild des Reichtums und Finanzquelle als vielmehr ein Symbol des Königtums. Sie stifteten auch Identität und sind für fast alle germanischen Stämme überliefert.
War der König seines Schatzes beraubt, was öfters der Fall war, so ließ er neue Kleinodien kaufen. Oder von seinen Hofkünstlern aus Granaten, blauen Saphiren und Perlen ein neues Juwel der Goldschmiedekunst zaubern. Nicht nur Kronen gehörten zum Schatz der Westgoten, auch kostbare Kleider und Stoffe sowie Waffen und Tafelgeschirr. 500 Pfund Gold, das entspricht 163 Kilogramm, soll ein Tafelgeschirr gewogen haben, das als Geschenk an den Westgotenkönig überreicht wurde. Als Glanzlicht beim Festbankett steigerte es das Ansehen des Herrschers. König Rekeswind ließ die Buchstaben seines Namens in goldgefassten Granaten an dieser Weihekrone montieren. Sie ist eines der wenigen auf uns gekommenen persönlichen Relikte eines Westgotenherrschers. Geschenke wie ein Schild aus Gold und Edelsteinen, den die Frankenkönigin Brunhilde für Rekaret fertigen ließ, gelangten ebenfalls in den Tresor. Erlesene Kostbarkeiten aus der Mitgift einer neuen Gemahlin und erbeutete Kleinodien füllten die Schatzkammer immer wieder aufs Neue. Auch kleine Kunstwerke aus Byzanz wurden gehortet. König Rekeswind weihte diese Kirche. Johannes der Täufer, Märtyrer und Vorläufer des Herrn, nimm diesen dir zu ewigem Geschenk errichteten Bau in Besitz. Die Kirche von San Juan de Baños bei Palencia stiftete der Herrscher im Jahre 661. Während der friedlichen Regierungszeit von Rekeswind blühten die Kultur, die Architektur und das Kunsthandwerk. Die Römer hatten das Land geprägt. Vieles überlebte in der Westgotenzeit. So gab es noch im 7. Jahrhundert die römische Staatspost. Das antike Steuersystem funktionierte weiterhin. Doch in schwierigen Zeiten mussten sich die Könige unter Eid verpflichten, sparsam zu wirtschaften. In der Politik spielte die Kirche eine immer gewichtigere Rolle. So entschied König Hinderswind, Homosexuelle dem zuständigen Bischof zum Einsperren zu übergeben. Auch gegen Bischöfe ging man streng vor. Wer mit weiblichen Verwandten von Adligen Unzucht trieb, der wurde abgesetzt und exkommuniziert. Die Kirche gab den Anstoß für weltliche Gesetze, so bereits auf dem Konzil von Toledo 589 gegen die Juden. Wie in ganz Europa, so griff eine antijüdische Stimmung auch auf Spanien über. Hier allerdings nahm sie drastische Ausmaße an. Den Juden wurde untersagt, mit Christen Handel zu treiben und Märkte zu besuchen. Das bedeutete den Verlust ihrer Einnahmen. Verschwörungstheorien, die spanischen Juden hätten sich mit ausländischen Glaubensgenossen gegen das Westgotenreich verbündet, führten 694 zu einer noch radikaleren Verfolgung. Allen Juden nahm man Besitz und Freiheit. Sogar Kinder ab 7 Jahren wurden ihnen entrissen und christlichen Familien übergeben. Pestepidemien, Hungersnöte, aber auch Thronkämpfe und Korruption im Heer trugen zur inneren Schwächung des isolierten Westgotenreiches bei. Schon im Jahre 672 tauchten an der spanischen Küste Feinde auf, die dem ohnmächtigen Reich den letzten Stoß versetzen sollten. Im Namen Allahs überrannten arabische Reiterheere Spanien. Unter der Führung Tariqs besiegten sie 711 bei Jerez de la Frontera den letzten Westgotenkönig. Für das Reich von Toledo hatte die letzte Stunde geschlagen. Die Bewohner der Metropole suchten das Weite,
Der Erzbischof floh nach Rom. Auch der einst in Rom erbeutete Tisch Salomos aus dem Tempelschatz von Jerusalem fiel in die Hände der Araber. Die gotische Sprache war schon längst untergegangen. Man sprach Latein. Den Westgoten war es gelungen, Spanien zu einen. Sie bildeten das erste Staatsvolk in Europa, das im frühen Mittelalter das Fundament für eine Nation legte. Die westgotischen Könige Ataulf, Eurich, Leovigild und Swintila sind noch heute als steinerne Zeugen auf der Plaza Oriente im Herzen Madrids präsent. Vor dem Königspalast erinnern sie an die mythischen Anfänge der Monarchie in Spanien. Habsburger und Bourbonen sahen sich als Nachfolger in einer langen Ahnenreihe spanischer Herrscher und sie beschworen die ruhmreiche Vergangenheit des Reiches von Toledo.